Zabies könnte ich mir halt auch gut vorstellen, wenn jetzt hier Sonic Mania kommt für im nächsten Jahr. Was tatsächlich ein gutes Sonic-Spiel nach vielen, vielen Jahren werden könnte. Aber mal schauen. Auf jeden Fall haben wir ein schönes, wie auch immer das Biom heißt, Biom. Mit sehr viel Erde, die man vielleicht nochmal woanders gebrauchen könnte. Und Jump! Yay! Ich bin gesprungen. Ist aber auch echt extrem groß hier. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein großes Biom habe in der Richtung. Vor allem so nah. Hui! Hauptsache ist immer falsch. Immer hier kurz rennen, bevor ich jetzt hier irgendeinen anderen Schritt gehe. Nicht, dass ich dann hier den nächsten Fallschaden kassiere. So. Haben wir einmal tiefer Abgrund und auch Schlucht City ein Stückchen weiter. Und das alles nur für ein bisschen Glowstone. In Hoffnung, dass da überhaupt Glowstone ist. Apropos, in Hoffnung, dass da überhaupt Glowstone ist. Ich hätte ein Bett mitnehmen sollen. Ich habe kein Bett dabei. Das Bett ist eine Lüge. Okay, I'm doing it. Ja, das ist ein bisschen schlecht. Auch nur ein bisschen. Nicht so sehr. Auch schon. Bisschen. Extrem viel Steingedöns hier. Ich meine, klar, das kommt hier, glaube ich, von der Mod immer noch. Ich glaube, das da auch. Aber es ist trotzdem eine seltsame Konstellation. Ich glaube, die haben wir so noch nicht gesehen. Oder kommt sowas naturell in solchen Wäldern vor? Ich glaube ja nicht. Neuer Wegpunkt? So. Dohne. Wow. Ja, das war nicht so gewollt. Definitiv nicht. Hat er uns wieder alles umgekrempelt. Ja, super. Weißt du, da guckst du nur mal kurz und dann siehst du hier so was. Es ist doch nicht wahr. Und dann hast du hier gleich einen Höhleneingang. Ja, das ist klasse. Ist aber auch hier wieder verdammt dunkel. So. Jetzt aber. Wir wollen hier wieder raus. Ich mach da hinten nochmal Licht hin. Machen wir es ja nie. Na komm. Hätte der Creeper uns natürlich halt auch machen können bei diesem Tempel. Oder Steinkoloss da. Einfach weil da hättest du das unten gleich nach oben geholt. Dann hätten wir es nicht erst untersuchen müssen. Aber nö. Einfach nur weil nö. Wow. Geht ihr wohl, wo ihr wohnt? Geht ihr wohl, wo ihr wohnt? Auch du scheiß Schlange hier. Wow. Nicht die Schlange. Nein. Ich kann nichts mehr sehen. Verdammt. Penner. Elendiger. Dreckspenner. Ich hoffe nur, jetzt kommt der Werwolf nicht hier rein. Das war mir gut ausgemalt. Bin mal wieder unvorbereitet irgendwo hingegangen. Ne, ist ja Töfte. Na, und das Skelett da freut sich auch im Keks. Was will man mehr? Ja genau, schieß doch hier runter. Ist okay. Ja, trifft ja nur mich, wenn überhaupt. Mach weiter so. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich will jetzt eigentlich nicht hier die Nacht lang verweilen. Aua. Ich muss weg. Aua. Nicht in den Po, das tut doch weh. Ist da hinten grüne Flammen? Warum sind da grüne Flammen? Die kommen doch aus dem Nether.
Das bedeutet... Also einmal sowieso hinter mir war ein Creeper. Aber das würde bedeuten, dass da irgendwelche Formen von Dämonen herumwandern. Oder mal herumgewandert sind. Ich kann sie hören. Bitte sag mir jetzt nicht. Achso, das warst du. Aua. Wow. Ja, ist ja gut. Der ist ja böse. Oh, Cookies. Geil. Aber habe ich das richtig gesehen mit der grünen Flamme? Oh, scheiß Biene. Ah, ne, sind Meteore. Ich dachte schon. Weil wenn jetzt hier an der Oberfläche auch noch Dämonen herumwandern, dann gute Nacht. Aber es würde mich auch nicht mehr wundern, wenn hier irgendwo Dämonen herumgeistern. Aua. 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 Mann, 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 hier. Ja, ist ja gut. Solange kein Feueroger kommt, ist alles okay. Und jetzt wünsche ich mir schon, ich hätte es nicht gesagt. Wo ist sie weg? Wo ist sie einfach nur weg? Oh. Ich hätte mir ein Bett mitnehmen sollen. Hinter mir war gerade ein Creeper, aber der ist nicht explodiert. Das heißt, er ist immer noch hinter mir. Alter, wie viele denn? Ach, das ist ein Speed Creeper, er sagt das doch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dachte schon, ich schaffe das so schnell, hier wieder hinter mir zu sein. Aber so macht das natürlich Sinn. Oh Gott. Einmal mit Profis. Was auch immer das jetzt schon wieder ist, was ich hinter mir höre. Ah. Kannst nicht mehr durch die Welt laufen und alles ist okay. Nein, immer wollen sie deinen Tod. Also in dem Fall mein. Hier hat's gebrannt. Glaube ich. Oder aber die haben ja tatsächlich nur Bezäunung und ohne Bedachung. Guten Deutsch. Gut, hier haben wir ein bisschen das, was ich suche. Mhm. Toll. Mhm. Toll. Voll toll. Einmal einen Pfeil im Po gekriegt, weißt du? Und dann... Oh, nee. Oh, sorry. Da war ich nicht schnell genug beim Muten. Oh, Verzeihung. Oh. Alter, was ist heute los? Ich wollte doch nur ein bisschen Glowstone haben. Kann ich jetzt knicken? Wie ist Papier? Besonders, da liegt ja nochmal ein Teleportstein und alles. Oh, nicht Stein, sondern Stab. Problem. Ich muss da relativ zügig wieder hinkommen. Ich brauche Kartoffeln. Ich brauche was zur Verteidigung. Und verdammt schnelle Schuhe. Oder generell muss ich schnell sein. Schwerter. Gib mal her. So. Ich hole mir noch ein Bett. Und einen Wassereimer. So. Vielleicht noch eine Schaufel. Also ein Kram. Hier so eine popelige Diamantschaufel hier. Eine Spitzhacke. Eine popelige Eisenspitzhacke. So, und dann müssen wir jetzt uns hier so ein bisschen beeilen. Auch nur so ein bisschen. So. Kann ja nur gut werden. Ich hasse es,
Mann, Mann, Mann. Da war, ne, hat der Tag so schön angefangen. Also eigentlich eher nicht so. Na, und jetzt darfst du wieder zusehen, wie du jetzt nach da hinten hinkommst. Aber diesmal gehen wir halt nicht über dieses halbe Eck da, was wir gegangen sind, sondern gehen halt direkt dorthin. Vielleicht dann auch mal mit ein bisschen mehr Überleben oder sowas. Hätte ich jetzt ein Bett dabei gehabt schon vorher, dass ich einfach die Nacht überspringen kann, wäre das vielleicht nicht passiert, dass ich jetzt runtergefallen bin. Aber hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Ne? So wie immer. Diese Obsidianblöcke machen mich hier immer noch ganz wuschig. So, jetzt mache ich hier tatsächlich die Gummibär-Taktik, ne? Also ich laufe viel und springe dabei, dann bin ich ein bisschen schneller. Und komme dann tatsächlich halt noch hin. Ich weiß, ja, die 5 Minuten gelten erst, wenn der Chunk geloadet ist und sowas. Aber man weiß ja nie. Ach schön, wie viel von den Truppen, weil wir inzwischen hier schon abgeholzt haben. Ja, können wir ja bald hier anfangen mit der Fabrik auch theoretisch. Müssen natürlich auch noch, immer noch viel Wald weghauen. Ja, Truppenwald muss weg, kommt ein Parkplatz hin und so, kennt man ja schon. Und dann geht es dann hier an die Industrialisierung von fiktionalen Gedöns. Jetzt habe ich mich schon so fast an den Teleportstab gewöhnt, da ich mich jetzt theoretisch irgendwo hoch teleportieren will. Ist immer wieder typisch ich, ne? Na komm. Geht doch. Wir haben es bald. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. So, wir sind fast durch. Ah. Und fast schon wieder tot. Yay! Fast schon wieder tot. Es wird jetzt lustig, auch noch die Items einzusammeln, weil es halt ja mitten auf einem Haufen Glowstone liegt. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich da das dann verteilt habe. Aber ich könnte mir vorstellen, ziemlich gut verteilt. Ja, ja. So ist das. Aber hat man Scheiße gebaut, muss man die Scheiße auch irgendwie ausbaden. Klingt komisch, ist aber so. So, warte, 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 warte. Wir sind fast da. Also sind noch mehr als 1000 Meter. Wir sind fast da. Wir müssen jetzt hier geradeaus nochmal durch die Wüste und dann in die neu geladenen Biome da hinten. Nun, hast du nicht gesehen. Ja, hast du nicht gesehen. Kann sich nur um Stunden handeln. Während ich hier langsam durch irgendwelche Lianen laufen muss. Aber kurz hier nochmal. So. Ich ärgere mich so ein bisschen. Weil im Prinzip habe ich wirklich relativ viele Fehler gemacht. Einmal, ich habe mich an der Kante gestellt. Ich wollte ja auch eigentlich runter teleportieren. Hätte ich das gemacht, hätte ich vielleicht auch nochmal Schaden vermieden. Ich hätte so viel machen können. Allein schon ein Bett mitzunehmen und mal zwischendurch zu schlafen. Statt einfach spontan auf mal hinreisen. Ja, wird schon so irgendwie. Hast ja gesehen, wie das wird. Wird scheiße. Aber jeder Fehler macht einen weiser. Es trägt alles zur Erfahrung mit dabei. Oder dazu. Oder ach, ihr wisst schon. Ne, Fehler macht man nicht nur Minecraft, sondern auch im Leben. Immer und immer wieder. Und was lernt man daraus? Meistens jede Menge. Oder aber man ist komplett lernresistent und macht denselben Fehler einfach immer und immer wieder. So wie ich in Minecraft.
Ist ja schließlich auch nicht das erste Mal, dass ich ein Bett hätte mitnehmen können und manchen Gefahren aus dem Weg hätte gehen können. Nein, nein.